Ich wünsche euch einen lila, fantastabulösen, löchen guten Tag. Ihr freshen Drachenspassen. Ja, genau. Wir haben unsere Begrüßung miteinander verknüpft und jetzt ist ein episches Gespaste draus geworden. Ja, sicher. Wir müssen die Zeit im Auge behalten. Ich will nicht überziehen. Ja, ich hab einen Timer. Ja gut, wir haben jetzt, sagen wir mal, bis 18.46 Uhr Zeit. Okay. So. Ich nehme ja noch ein bisschen Sand, machen? Weil dann kann ich das brennen lassen. Ich hab grad meinen Cock ausgepackt. Genau, acht. Und ordentlich zu einem Drachenporno abgewichst. Nein. Ich wusste ja schon vorher, dass es Drachenpornos gibt, weil ich mal zufällig auf ein Bild gestoßen bin von Spyro. Ja, aber ernsthaft, der Drache sah einfach aus wie ein alter Sack mit einer seltenen Hautkrankheit. Das war kein Drache. Ich habe hier zweimal Raw Aluminium, aber immer noch zweimal Aluminium. Die Fee war erstmal genauso groß, wenn nicht sogar größer als der Drache. Ja, schön, dass du erstmal erwähnst, was der Drache gefickt hat. Ja. Die Fee. Was soll ein Drache noch sonst ficken? Leute, guckt euch sowas an. Guckt euch sowas an. Alter, hätte dann nicht ein weiblicher Drache sein können? Ein weiblicher Drache, der mit einer weiblichen Fee... Mit einer männlichen Fee rum. Mit einer männlichen Fee, ja klar, nein. Ja, wir sind halt Nerds, wir stehen auf Lesben. Zumindest. Deswegen auch eine männliche Fee. Ja, ich... Jetzt sag nicht, es wird schon wieder Nacht! Nein, wird es auch nicht. Wieso wird es zwischendurch so ein bisschen dunkler? Ich weiß nicht, ob er das mittlerweile schon gemacht hat. Was wollte ich jetzt eigentlich? Gucken. Ich hab... hab ich genug Kostüm? Hast du schon gewählt oder soll ich das machen? Ach, schreibst du das gerade bei Skype, oder? Ja. Das ist, weil der gute Toti Bigeras hat mich heute darauf angesprochen, dass er nicht zum Aufnehmen kommt, weil er krank ist oder so. Und dass er auch nicht wirklich spielen kann und ob ich nicht für ihn wählen soll. Wen er wählt, das werde ich dann allerdings nicht zeigen, denn dann könnte man ja sagen, sonst könnte ja der Typ sagen, der nicht gewählt wurde, wenn er dann Bürgermeister wird, ja, der hat mich nicht gewählt. Dem hau ich jetzt eine rein oder so. Und das wollen wir ja alle nicht, weil wir wissen ja alle, wie nachtragend die ganzen Leute hier sind. Ja. Die verstehen alle überhaupt keinen Spaß. Wir schon gar nicht. Ich baue hier jetzt weiter. Wie genau ich das hier jetzt aber bauen möchte, bin ich noch so ein bisschen planlos. Weißt du, wie toll unser Part schon wieder angefangen hat? Dabei habe ich mir fest vorgenommen, ich wollte nichts Niveauloses mehr machen. Warum kann ich das hier nicht abbauen? Wie kannst du dir sowas nur vornehmen? Naja, ich wollte nicht mehr so niveaulos sein. Naja, Spasten zu sagen, ist ja nicht niveaulos. Ja, aber wir haben über Drachenpornos geredet. Ja, okay. Das hat nichts mehr mit Spasten zu tun. Ja, aber ganz ehrlich, ist es jetzt auch nicht so, als ob man dadurch mehr Erfolg hätte, dass man Niveau behält. Ich meine, Gronkh ist da vielleicht eher sowas wie eine Ausnahme. Nein, aber mir selbst ist das so... Was? Ja, wenn du unter Wasser baust. Da wollte ich einfach mal so... Wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. Ne? Du darfst dir nicht ausreden, das ist mein Kanal. Und deiner, aber das ist mir egal. Auftauchen! Er hat mir schon geantwortet. Leute, das ist so scheiße. So, dann, er hat gerade zurückgeschrieben. Nein, hat er noch nicht, er ist immer noch krank. So. Ich bin so intelligent. Ich hätte eigentlich... Dann wähle ich jetzt für ihn. ...das ein bisschen weiter außen bauen können, so, aber egal. Das ist jetzt nicht darauf ausgelegt, schön zu sein. So. Sondern vielmehr... Und, das soll es... Das muss ich da jetzt reinwerfen. Vielmehr soll es einfach erstmal reichen. Es ist so schön, dass ich das da nicht reinwerfen kann, weil ich diese Magnetrüstung anhabe. Kleiner Spuleffekt hier. Spuleffekt, Spuleffekt, das sind so toll. Ich mach gar keinen Spuleffekt, sondern nur du. Hat er jetzt durchs Fenster ausgeworfen oder was?
Ich hoffe doch nicht, ich hoffe doch nicht. Also, ich habe getan, was ich konnte. Ich habe gewählt und meine Pflicht ist getan. Und jetzt, was mich tierisch stört, bei mir steht immer noch dran Tomb Dragons halbes Haus oder was auch immer. Oder Dragons halbes Haus. Das stört mich, weil das Haus hier gar nicht mehr halb ist. Es ist schon fast, ich sag mal, es ist so weit schon fertig. Spuleffekt zu Ende. Zu Ende. Aha. Du redest während deiner Spuleffekte nicht. Sonst mache ich Musik rein. Außerdem hast du ja schon geredet. Und gelegentlich mache ich da dann auch einfach so. Musik rein. Weißt du? Dem Dragon sein. Ist einfach mal, weil man versteht das ja nicht immer. Sein. Fantasta. Komm hoch, 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 hoch. Geht doch. Du löses Haus am See. Am fantastabulösen See. Nein, das passt nicht auf das Schild. Tja, musst du noch ein zweites hinstellen. Oh, ich muss eins der Schiffe noch Fantastabulösia nennen oder so. Ja, ich weiß jetzt wieder, was ich machen will. Ich hab ein... Das ist die Fantastabulösik. Weißt du, ich hab hier noch so einen Rawfish, das ist der, den ich dir letztes Mal geklaut habe. Offscreen. Du hast mir einen Fisch geklaut? Ja, als du mit der Angel hast du doch gerade einen Fisch eingeholt, ja, und ich hab den Bumerang geworfen. Und der hat mir den Fisch dann einfach gegeben, den du geangelt hättest. Das war lustig. So. Wisst ihr, ich hab nichts gegen diese Tintenfische, solange sie mir nicht in meine Bauarbeiten reinfunken. Leider tun sie das meistens. Ich packe hier jetzt noch einen Fisch rein, damit ich hier rohen Fisch dann auch noch ein bisschen... Und dann habe ich vor, dass ich eventuell... Was heißt eventuell? Ich werde wahrscheinlich noch in einen Dungeon reingehen. Bam, bam, bam! Aber das kannst du doch nicht machen. Oh doch. Was sollen denn die Leute sagen? Und ich werde. Und alle Leute werden sterben. Okay, ich übertreibe. Ich habe hier noch gar nicht überlegt, wie ich mir das so baue. Es sieht garantiert voll hässlich hinterher aus. Es sieht eigentlich jetzt schon voll hässlich aus. Das passiert, wenn man nicht richtig plant. Ich will aber eigentlich nicht sterben. Aber unter Wasser bauen ist nun mal so eine Sache. Es wird... Moment, warte, wenn ich Anbauten mache, dann werden die deutlich geplanter sein. Dann werden die auch besser aussehen. Komm, baus ab. Ist doch nicht so schwer. Nichts weiter hinsetzen! Mein Schatten sieht überhaupt nicht falsch aus. Ich weiß nicht, ob ich ihn sehen möchte. Mit diesem Bumerang in der Hand, das sieht überhaupt nicht aus, als ob ich da so ein... Sieht überhaupt nicht aus, als ob ich einen Ständer hätte. Gar nicht. Wie man so durch das Wasser den Sonnenuntergang, ja, sehen kann. Der Dragon hat einen Ständer. Moment mal, die Sonne geht unter, ihr wisst, was das bedeutet. Und der ganze Tisch hat gerade vibriert. Wieso das denn? Weil ich eine SMS oder dergleichen gekriegt habe. Nicht, weil du einen Ständer hast? Und weil hier ein Alligator ist. Hey, Alligator! Auftauchen, ich möchte einen Apfel essen. Kriegt man Fleisch? Ich weiß, ist Scale? Wo soll ich das wissen? Ich habe Scale bekommen, wahrscheinlich ist das Alligatorleder oder sowas, aber... Oder Schuppen, ich weiß es nicht. Sind das Schuppen? Ich gehe jetzt erstmal dahin, wo es safe ist, weil es jetzt Nacht wird. Gehe ich erstmal hier in mein Schiff rein. In die MS Dünnschiss ist das, glaube ich, hier. Kann dieser Tintenfisch sich mal aus meinem Haus verziehen? Dieser Tintenfisch. Ich habe nichts gegen Tintenfische, solange die... Ne? Ja. Und dann fängst du mit einer Aufnahme mit mir zusammen an, ne? Also, das sind ja eh die besten Voraussetzungen. Dem Dragon seine Versprechen... Die Vorsätze erfüllen sich nie. Was ist das hier? Da wollte ich nicht hinsetzen und, sehr schlau von mir gebaut.
ich hatte gehofft, wenn ich die Decke zuerst baue, ja, genau, dann habe ich darunter irgendwie so ein Luftloch. Was man mit Scale... Was? Alter. Ich suche hier jetzt gerade einfach mal... Dieses... Scale... Ah. Ich mache hier jetzt mal einen Spuleffekt, in dem wir auch gerne mal reinreden können, rein. Mit Scale kann man sich scheinbar eine Rüstung machen. Ich frag mich nur, wie gut die ist. Ah, Mann! Versuch hier mal, auf Zeitdruck ganz schnell aufpassen zu setzen! Hä? Ich kann aber diese Leiter hier nicht benutzen! Ich muss warten. Hä, warum kann ich die Leiter nicht benutzen? Schnupperstern, ist mir Schnupper, aber ich wollte trotzdem. Ich krieg sie wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig. Warum kann ich diese Scheißleiter nicht hoch? Egal, hab ich halt Stardust. Das ist doch kacke, warum funktioniert das nicht? Bloß gut habe ich diese Map, um mich zu orientieren. Und trotzdem verliere ich die Orientierung. Hier ist wieder ein wofür hat man Leitern, wenn sie nicht funktionieren? Da ist ein Creeper. Und ein Skelett, ich will wieder da rein. Ich bin mal nicht so unvorsichtig, sonst krepier ich. Ja, wieso unvorsichtig? Ich bin auch nicht unvorsichtig. Nein, ich meine nur, ich bin unvorsichtig oder versuche mal ausnahmsweise nicht unvorsichtig zu sein. Das darf ich wahrscheinlich rausschneiden. Was darfst du rausschneiden? Dass im Flur gerade Leute laut waren. Immer diese Leute, die laut sind! Halt die Klappe. So, Alter, ich hab auch nichts geschafft, ich hab nur auf die Schiffchen rumgegammelt. Dann hast du doch was geschafft. Ja, super. Was denn das? Ja, du hast gegammelt. Das sieht strange aus. Und so, als ob es nicht so gehört. Seht ihr diese Macht der Dunkelheit, die einfach so aus der Fackel rauskommt? Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Ich geh weiter in die Richtung. Unter Wasser Fenster zu positionieren ist richtig scheiße. Unter Wasser zu bauen ist an sich, also wieso baust du unter Wasser? Weil ich's schön finde. Ich hab hier noch einen Fisch, den esse ich jetzt erstmal so einen Kopffisch. Und an dieser Stelle habe ich nichts mehr zu essen. Das war sehr vorsorglich gedacht von mir. Ich weiß, dass es hier Spinnen gibt, die auch manchmal gerne aus diesen Fenstern da rauskommen. Die sind... Oh! Die ich einfach mal gefühlte 80% des Parts mit Spuleffekt unterlege. Warte, nein, war ich hier in dem Turm nicht schon mal und hab die untersten Spawner weggebaut oder war das ein anderer? Toll, jetzt der eine Zombie will mir Gammelfleisch bringen. Ich will kein Gammelfleisch kaufen. Da brennt ein Enderman im Wasser. Nein, er brennt nicht, aber er kriegt schon, weil er im Wasser ist und er kann nicht weg gegen die Schande. Aber er kapiert irgendwie auch nicht, wie viel oder wie viel stecken die ein. Komischer Enderman. So. Jetzt ist er kapiert. So, hier baue ich mir jetzt erstmal Holz. Und dann lebt er wieder, oder? Das ist schon der nächste oder so. Okay, hier war scheinbar wirklich noch keiner. Ich hab ein paar... bisschen was ich hab 64 Dirt gefunden. Was auch immer das bringen soll. Leder, Leder ist gut. Und Federn. Und Strings. Ich geh jetzt nicht an Land. Guck mal, was mir das so noch bringt. Mann. Boah, hier, das war... Sieht aus, als würde ich das Wasser so ein bisschen nehmen, ne? Alter. War das Skelett gerade irgendwie dumm? Es geht hier einfach nur hoch und runter. Hallo, Skelett. So, die eine Wand ist schon mal fertig mit Glas belegt. Hä? Wie ist das denn gekommen? Woher soll ich da wissen? Ach, die Gegner hier sind ja schlauer, ne? Ja, das hab ich irgendwie schon gemerkt. Ja, aber das war gerade so intelligent, dass es oben aus dem ersten Stock gesprungen ist, um unten wieder reinzugehen. So intelligent sind wir ja nicht mal. Ne. Scheiß Rechtsklick. Wieder Scheiß Rechtsklick. Ich hab so die Krise. Mann, 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 Mann. Oh, diese scheiß Kiste. Wie wir die ganze Zeit nur am Ragen sind, ne? Wo kommen die auf einmal alle her? Alter, schwing deinen Arsch hier raus. Oh, boah. Hier draußen habe ich einfach die besseren Chancen. Yay, zweite Wand fertig. Dieses Hauptgebäude alleine schon, ne? Was hab ich mir, was hab ich mir dabei nur vorgenommen? Da draußen, da ist noch ein... Nein! Nicht dahin bauen! Vor allem immer, dass man mit Glas immer so schnell daneben baut, ne? Ist ja nicht so, als ob Glas nicht irgendwie weg ist, wenn man's abbaut. Da kommt ja schon... Ach, ich guck's mir, wenn ich nicht gebaut ist. Nicht dahin. Hab ich hier gerade... Oh, ich hab hier gerade sowas hin. Das ist so ziemlich der Satz, den ich am öftesten bringen musste. Ich hab hier Luftloch. Das ist es, was ich haben wollte. Unter anderem. Und hier? Natürlich nicht. Warum auch? Alter, schwing deine Arsch hier wieder raus. Und ich hab kein Glas mehr. Und ich muss mir neues Glas holen und wir nehmen bereits schon 18 Minuten 40 auf. Oh, super, da ist auch noch ein, so ein Rare-Zombie. Wie gesagt, gefühlt 80% dieses Parts mit Spuleffekten unterlegen werde. Schaff ich das noch, die Wände fertig zu machen? Dann habe ich Decke und Wände gemacht. In einem Part. Möchte ich mal so festhalten. Und ich habe geangelt. Mal wieder. Wow! Alter, hier war einfach so ein Zombie, der hat einfach mal einen Feuerball geschmissen. Rein damit. Alter, das ist mir deutlich zu viel Action hier. Und am besten muss ich mir neue Kohle machen. Durch. Der verfolgt mich jetzt für den Rest meines Lebens, oder was? Hoffentlich nicht. Ah, bin ich denn des Dummsinns? Nein, nicht das da reintun.
Tu da ist einfach das rein, so. Hab ich auch viel mehr von. Bin jetzt mal so intelligent und... Ah, Mann. Schieße mit Elektrizitätspfeilen, während ich im Wasser bin. Oder hatte ich gerade die normalen Pfeile? Ich glaube nicht. Ich versuche ihn einfach mal so aus der Distanz zu treffen. Ja, ich muss mich gerade durch. Und ich krieg übelst Hunger. Wo bist du? Ja, ich? Nein, der Zombie, er soll wieder auftauchen. Hat er den Fisch gefangen? Ja. Den hat er jetzt aber scheinbar nicht gefangen. Okay, der scheint einfach verschwunden zu sein. Ach, ich dachte, die haben eine perfekte Trefferrate, die Skelette. Der hat mich jetzt aber gerade irgendwie verfehlt. Ich mag den Bumerang so, der säbelt so schön durch die Gegend. Mal gucken, ob ich es jetzt nochmal schaffe. Das solltest du nicht hinsetzen. Ist das schlimm, ne? Wie kriege ich denn das Wasser hier jetzt raus? Hier muss erstmal wieder zubauen. Muss ich mir einen Eimer für machen, wa? Ich habe eine Steinsense gefunden. Tausche ich gegen Eier. Ja, doch nicht, ne. Eier sind wertvoll. Wir nehmen jetzt schon fast 22 Minuten auf. Ja. Ich will aber jetzt hier an dieser Stelle nicht beenden. Ja. Geh da drüben wieder auf das Schiff und dann beende ich von mir aus, aber nicht hier im Dungeon. Bis ganz oben traue ich mich einfach nicht. Ich bin ja jetzt eben gerade schon fast verreckt. Mein Bogen ist fast kaputt. Kaputt? Ja. Ich hab den aber auch so kaputt gekriegt. Zu meiner Verteidigung, ne? Tja. Ich habe ja noch Fische drin. Das habe ich total vergessen. Hallo, kann ich bitte auf mein Schiff drauf? Auf mein höchst eigenes. Das habe ich mir selber gekauft. Das habe ich nicht erobert. Das habe ich gekauft. Von dem Geld. Ein zweiter wäre nicht schlecht. Dann spare ich mir ein bisschen Zeit. So. Das war auch schon das Wichtigste. Ich beende hier an dieser Stelle den Part. Jo, ich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.